Heute erfährst du von mir, welche drei Dinge du unbedingt loslassen musst, weil sie deine Attraktivität regelrecht zerstören. Ich zeige dir, wie du unwiderstehlich anziehend von innen heraus wirst, um einen Partner auf Augenhöhe in dein Leben zu ziehen. Hallo meine Liebe, Roland Demian hier, dein Coach, wenn du liebend gern eine Beziehung hättest, aber aus irgendwelchen Gründen will es einfach nicht klappen. Und nun willst du zur besten Version deiner selbst werden, indem du deine inneren Blockaden und Bremsen auflöst und emotional stabil wirst, um einen Partner auf Augenhöhe in dein Leben zu ziehen. Stell dir vor, du bist wie ein Magnet und ein Magnet kann anziehend oder abstoßend wirken. Das bedeutet, wenn du anziehend auf bestimmte Männer wirken willst, also wertvolle Männer oder Männer auf Augenhöhe, dann wirst du oder solltest du auch gleichzeitig abstoßend auf andere Männer wirken. Und das ist völlig okay, denn du musst nicht ein Magnet für jedermann sein. Es ist also völlig okay, wenn du beispielsweise abstoßend wirkst auf Narzissten, Männer, die deine Grenzen nicht einhalten, die dich schlecht behandeln oder die nicht die ähnlichen oder gleichen Werte wie du haben. Du darfst also polarisieren. Die erste Sache, die du loslassen musst, damit ein Mann nur noch dich will, ist, deine Energie auf andere zu legen. In anderen Worten, ziehe deine Energie von außen ab und lege sie auf dich. Lass mich dir das erklären. Wenn du an eine Person denkst, bist du mit deiner Energie nicht bei dir, sondern du sendest Energie an diese andere Person. Und genau das spürt die Person, meist unbewusst. Hier ein Beispiel, dass das tatsächlich so ist. Hast du schon mal an eine Person gedacht, die du sehr gern hast, beispielsweise eine gute Freundin, und hast dir gedacht, Mensch, ich habe von ihr schon lange nichts mehr gehört und wäre doch schön, wenn sie sich mal wieder meldet. Und kurz danach, vielleicht ein paar Tage später oder ein paar Wochen später, hat sie sich dann tatsächlich bei dir gemeldet. Ich persönlich habe diese Erfahrung schon so oft gemacht und ich habe auch sehr viele Frauen gefragt und auch die Frauen in meinem Coaching, ob es ihnen genauso ging. Und alle haben das tatsächlich bestätigt. Eine der wirksamsten Dinge, die du tun kannst, ist, deine Energie von dem Mann, den du unbedingt willst, abzuziehen und diese Energie zurück in deinen Körper zu bringen. Du sendest nämlich deine Energie an die Person bzw. an den Mann, von dem du etwas willst, wie seine Nähe, Zuneigung, Wertschätzung, Anerkennung oder was auch immer. Und es ist genau diese Energie, die es nicht zulässt, dass dieser Mann, den du willst, in dein Leben tritt und mit dir eine Beziehung will. Bedürftigkeit hält Liebe fern. Wenn du präsent bist und deine Energie von außen abziehst und zurück in deinen Körper bringst, dann ändert sich die Dynamik. Das ist sehr oft bei Trennungen zu sehen. Und es melden sich so viele Frauen bei mir, die einen bestimmten Mann zurückgewinnen wollen. Die meisten dieser Frauen hören das, was ich jetzt sage, nicht so gerne. Aber die eine Sache, die am wirksamsten wäre, um einen Mann oder einen bestimmten Mann zurückzugewinnen, ist, ihn loszulassen. Das heißt, die Energie von ihm abzuziehen. Und natürlich gibt es keine Garantie, dass dieser Mann dann zurückkommt. Aber nicht anhänglich zu sein, ist entscheidend dafür, magnetisch anziehend zu wirken. Bitte beachte Folgendes. Wenn du ein bestimmtes Ergebnis unbedingt willst oder wenn du von jemandem etwas unbedingt willst, wie zum Beispiel seine Nähe, seine Zuneigung, seine Liebe oder nur, dass er dir zurückschreibt, dann ist das nur ein Mittel zum Zweck. Wenn du auf ein Date gehst und du willst, dass der Mann dein Partner wird, dass er sieht, dass du etwas Besonderes bist oder dass er dich zurückruft, dann spürt der Mann das unbewusst. Du kannst das auch als manipulative Energie sehen. Darum ist es so extrem wichtig, dass du deine Energie von dem Mann, den du unbedingt willst, abziehst und zurück in deinen Körper bringst. Die zweite Sache, die du unbedingt loslassen musst, damit ein Mann nur noch dich will, ist deine Abwesenheit. Was meine ich damit? Es ist wichtig, dass du immer präsenter wirst, immer mehr im Moment lebst. Denn wenn du präsent bist, das heißt, wenn du bei dir bist und auf ein Date gehst, dann gehst du auf dieses Date, weil du Spaß daran hast, weil du es genießen kannst, weil es dir Freude bereitet. Dadurch bist du viel präsenter, als wenn du versuchst, die Dinge zu kontrollieren. Was ich dir jetzt sage, kenne ich aus eigener Erfahrung und ich habe es schon so oft bei vielen Frauen gesehen. Wenn Menschen etwas Bestimmtes unbedingt erreichen wollen, dann bringt das ihre Energie durcheinander. Und weißt du, was der Grund ist, warum Menschen von anderen Menschen etwas Bestimmtes wollen? Weil sie dadurch
ihre unbefriedigten Bedürfnisse aus der Kindheit zufriedenstellen wollen. Wenn deine Eltern physisch und emotional abwesend waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du einen Mann in dein Leben ziehen wirst, der ebenfalls physisch und emotional abwesend ist. Und dann versuchst du, deine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, indem du alles tust und hoffst, dass der Mann deinen Wert sieht oder dass er sieht, dass du etwas Besonderes bist. Und vielleicht hast du es schon so getan wie viele andere Frauen und hast dich aufgegeben, nur um andere Menschen oder einen anderen Mann glücklich zu machen. So nach dem Motto, ich muss mich verändern und ich muss mich anders zeigen, um wertgeschätzt zu werden. Oder vielleicht sogar, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Die größte Veränderung für mich war es, als ich aufgehört habe, mich selbst abzulehnen. Wenn du das tust, wirst du auch besser Grenzen setzen können und du wirst auch mal Nein sagen können. Lass das los und alles wird sich verändern. Und noch ganz wichtig, fang an, dein wahres Ich und deine Verletzlichkeit über die Meinung und die Wertschätzung der anderen zu stellen. Und du wirst sehen, dass sich alles für dich zu Positiven verändern wird. Und wenn du jetzt zu der Frau werden willst, die ihre Energie und ihre Ausstrahlung zum Positiven verändern will, indem sie ihre inneren Blockaden und Bremsen auflöst und emotional stabil wird, um einen Partner auf Augenhöhe in ihr Leben zu ziehen, dann sollten wir am besten per Zoom miteinander sprechen. In einem absolut kostenfreien Erstgespräch schauen wir, wie ich dich in deiner aktuellen Situation unterstützen kann. Um dich für dieses kostenfreie Gespräch anzumelden, gehe auf roland-demian.de oder klicke auf die Infobox hier oben und melde dich für das kostenfreie Erstgespräch an. Ich freue mich auf dich. Die dritte Sache, die du unbedingt loslassen musst, damit ein Mann nur noch dich will, ist deine Scham. Scham ist der Glaubenssatz, etwas ist mit mir nicht in Ordnung. Es ist die Angst, dass mit dir etwas nicht in Ordnung ist, so nach dem Motto, ich muss anders sein. Und die Scham kommt auch aus der Kindheit, wenn du mit dem Gefühl aufgewachsen bist, etwas stimmt mit mir nicht. Und genau das kann sich auch auf später auswirken, indem du immer nur auf Männer triffst, die dieses Gefühl in dir hervorrufen, indem sie das Interesse an dir verlieren oder sich nicht auf dich einlassen wollen. Und das Heilmittel für deine Scham ist Verletzlichkeit. Das bedeutet, dich zu öffnen und dich zu zeigen. Und genau das erfordert Mut. Dafür musst du wissen, wer du wirklich bist, beziehungsweise wer du wirklich sein willst und zeige das auch dann nach außen. Aber mache es nicht, weil du dafür irgendetwas erwartest. Und ja, es kann auch sein, dass du dafür auch abgelehnt wirst, aber wenn du zu dem stehst, wer du wirklich bist, beziehungsweise wer du wirklich sein willst, dann wird dich das nicht komplett aus der Bahn werfen. Ganz wichtig, wenn du dein Herz öffnest und dich zeigst, dann nicht, weil du ein bestimmtes Ergebnis erreichen willst, beziehungsweise irgendwelche Erwartungen hast, sondern weil du das bist und es sich für dich echt anfühlt. Und genau darum ist es so wichtig, zuerst dein wahres Ich zu finden. Ich wiederhole es, das Ergebnis loszulassen, beziehungsweise keine Erwartungen zu haben, macht dich magnetisch anziehend, weil du präsent im Moment bist. Stell dir vor, du gehst auf ein Date und denkst dir, wird alles gut laufen, wird mich der Mann mögen, wird er mich zurückrufen. Wenn du das tust, dann ist das nicht von Vorteil. Wenn du jedoch auf ein Date gehst und dir denkst, welche Werte hat der Mann? Kann ich mit ihm eine tolle Zeit verbringen? Was steckt hinter der Fassade? Dann ist das eine komplett andere Herangehensweise und diese wird alles verändern. Denk daran, dich für das kostenfreie Erstgespräch anzumelden, wenn du etwas in deinem Liebesleben verändern willst. Hinterlasse mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat und abonniere diesen Kanal. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Video. Alles Liebe, dein Roland.